Wir befinden uns in der dritten Woche des Dritten Weltkriegs. Chinas Invasion Taiwans wurde von amerikanischen Flugzeugen und U-Booten abgewehrt. Etwa 3200 US-Soldaten sind gestorben und zwei amerikanische Flugzeugträger sind im Pazifik gesunken. China hat ebenfalls einen schweren Schlag erlitten und 10.000 Truppen sowie Hunderte von Kampfflugzeugen und Schiffen verloren. Taiwan bewahrt seine demokratische Autonomie. Aber der Krieg hat die Insel verwüstet und grundlegende Dienstleistungen wie die Stromversorgung sind ausgefallen. Japan und Südkorea helfen ihrem amerikanischen Verbündeten gegen China. So würde ein neuer globaler Krieg laut einer Simulation eines Washingtoner Think Tanks ablaufen. Sind wir wirklich so nah an einem neuen Krieg? Experten sagen, wir können es nicht ausschließen. Heute schauen wir uns an, wie wir hierher gekommen sind, wie dieser Krieg geführt wird und welche Nation überlebt. Beginnen wir mit der angespannten Beziehung zwischen den USA und China. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben eine lange Geschichte von Misstrauen, Handelskriege und in jüngster Zeit Spionageballons. Aber die aktivste Spannungsregion zwischen China und den USA ist Taiwan. Diese demokratisch regierte Insel hat 24 Millionen Bürger. Nachdem die Kommunistische Partei im Jahr 1949 einen Bürgerkrieg gewonnen hatte, floh die Nationalistische Partei nach Taiwan und etablierte eine Demokratie. Obwohl sie nie die Kontrolle hatten, beansprucht die KP Chinas Taiwan als ihr Territorium. Falls der Krieg ausbricht und China Taiwan erobert, würde das die US-Macht im Indopazifik schwächen und China zum Weltmarktführer in der Halbleiter- und Mikrochip-Produktion machen. Die USA halten eine diplomatische Position. Sie balancieren zwischen der Anerkennung der Ein-China-Politik und der Nicht-Anerkennung von Pekings Souveränität über Taiwan. Diese Unklarheit hält die Spannungen hoch und die Beziehungen am Rande eines Konflikts. US-Präsident Joe Biden sagte in einer Kongresssitzung im Jahr 2021, dass er eine starke militärische Präsenz im Indopazifik aufrechterhalten würde, nicht um einen Konflikt zu beginnen, sondern um ihn zu verhindern. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, antwortete, dass er den Einsatz militärischer Gewalt zur Eroberung Taiwans nicht ausschließt. Er forderte die Volksbefreiungsarmee zudem auf, den Kampf weiterhin als Leitlinie für ihre Arbeit zu nutzen und die Kriegsvorbereitungen zu beschleunigen. China scheint bereit für eine Invasion zu sein. Aber geht das wirklich? Joseph Wu, der Außenminister Taiwans, erklärt, sie bereiten sich auf einen Angriff vor, obwohl sie nicht an einen nahen Angriff glauben. Wu behauptete auch, Taiwan würde den Krieg selbst führen, anstatt andere Länder einzubeziehen. Laut dem Sydney Morning Herald könnten die USA einen chinesischen Angriff auf Taiwan nicht stoppen. Ja, die Raketenkräfte Chinas können die taiwanesische Militärmacht und die Infrastruktur vernichten. Bevor Washington vom Angriff erfährt, hätten die chinesischen Raketen bereits großen Schaden angerichtet. China will die Insel nicht zerstören, sondern kontrollieren. Und obwohl es nicht unmöglich ist, ist eine Invasion leichter gesagt als getan. Die chinesische Armee müsste ihre Truppen am Strand einsetzen, um Taipei zu erreichen. Obwohl China die Insel schnell erobern kann, muss es mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen, wenn die USA davon erfahren. If China threatens our sovereignty, we will act to protect our country. Die Amerikaner werden bald Stealth-Flugzeuge, U-Boote und Flugzeugträger schicken. Aber wie viele? Und was erwartet sie, wenn sie ankommen? Die USA haben derzeit etwa 3700 Kriegsflugzeuge im Einsatz, die zwischen der Luftwaffe, der Marine und dem Marine Corps verteilt sind. China hat 1264 Kampfflugzeuge. Taiwans 150.000 Truppen hätten gegen 1,9 Millionen chinesische Soldaten, die größte Armee der Welt, keine Chance. Die USA verfügen über die drittgrößte Armee mit 1,38 Millionen aktiven Soldaten. China hat 320 nukleare Sprengköpfe, 350 Marineschiffe und 41 Militärsatelliten. Die Amerikaner haben nur 249 Marineschiffe, aber sie besitzen 5800 nukleare Waffen und 212 Militärsatelliten. Aber natürlich sind Zahlen nicht alles, was hier zählt. Die US-Armee ist kleiner als die chinesische
Aber amerikanische Soldaten kämpfen seit 20 Jahren in Irak und Afghanistan. Ihre Ausbildung und Ausrüstung geben ihnen einen Vorteil gegenüber den Chinesen. Die USA können es sich nicht leisten, alle Truppen nach Asien zu senden. Die Volksbefreiungsarmee ist schon in der Nähe des Konflikts und kann ihre Truppen bündeln. Chinas Kontrolle über die Meere in der Region ist sehr stark. Sie haben 10 künstliche Inseln, die als Militärbasen genutzt werden. Diese Inseln sind praktisch Flugzeugträger, die nicht versenkt werden können. Die USA müssen Marineeinheiten senden, um Angriffe durchzuführen. Das braucht spezielle Munition. Das führt zu einer Frage: Wie wird ein moderner Krieg geführt? Ein großer Teil des Krieges findet im Weltraum statt. Ja, im Weltraum. Beide Seiten würden versuchen, die Satelliten des Gegners zu täuschen, um Drohnenangriffe zu verhindern. Neue Ressourcen wie Langstrecken-Antischiffwaffen können den USA helfen, feindliche Schiffe zu beschießen, ohne den Luftraum betreten zu müssen, was die Verluste erheblich verringert. Aber die Vorräte sind bald leer. China ist ein Weltmarktführer in der Produktion von Chemikalien, Metallen und Elektronik. Es könnte Waffen und Vorräte viel schneller herstellen als die USA. Cyberkrieg ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil jedes modernen Krieges. China ist für Hackerangriffe sowohl in den USA als auch in Taiwan bekannt. Ein Cyberangriff würde das Leben der Menschen und amerikanische Haushalte beeinträchtigen, indem er die Stromversorgung, die Konnektivität und das Gesundheitswesen sowie andere öffentliche Dienste stört. Manche Taktiken wirken weniger gewalttätig, können aber ein Land schnell destabilisieren. Nehmen wir Exporte als Beispiel. Die USA importieren chinesische Elektronik, Möbel und Schuhe zu moderaten Preisen. Ein Krieg könnte die Exporte stören und zu einem Mangel führen. Das könnte viele Firmen in den USA destabilisieren und Arbeitslosigkeit verursachen. Verstehst du jetzt, warum dieser Krieg so kompliziert ist? Ein Sieg könnte sich langfristig wie eine Niederlage anfühlen. Einige Experten glauben, dass der Krieg äußerst unwahrscheinlich ist, da er die Importe und Exporte stören würde, auf die China für seine Wirtschaft angewiesen ist. Alle Berechnungen und Simulationen deuten auf katastrophale Folgen und Millionenverluste für beide Nationen und ihre Verbündeten hin. Hoffen wir, dass das reicht, um einen neuen Krieg zu verhindern. Bist du bereit, für dein Land zu kämpfen? Der erste Schritt ist das Training, und viele kommen nicht über diesen Punkt hinaus. Schau dir unser Video über Navy SEAL Hell Week an, um herauszufinden, ob du das Zeug dazu hast, ein Soldat zu werden.